So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Vergessene Inseln im TDM. Ich muss jetzt erstmal diese Handfackel austauschen gegen die ganz normale. Ich glaube, das ist momentan die beste oder die einzige, die man so normal spielen kann. Wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, welche Granate ich mitnehmen soll, welche so eine richtig geile Granate ist. Beziehungsweise, ja, die Minis wurden jetzt abgeschwächt, die Impact auch und keine Ahnung. Das wären so meine zwei Möglichkeiten gewesen oder Granatentypen gewesen, die ich gespielt hätte. Auf jeden Fall Vergessene Inseln. Inseln. Das ist eine Map, die derbe abfuckt. Vor allem, weil die Leute hier alle mit Shotguns und so langlaufen. Und das fuckt einfach so derbe ab. Ah. Und die Leute, die diese Map spielen, das sind... Ich glaube, das ist einfach so eine Gemeinschaft, weil das ist ein Server mit dieser Map only und der ist immer voll. Das ist... Ich glaube, keine Ahnung, das ist wie mit Perlenmarkt. Da gibt es auch einen Server und der ist immer voll. Genau wie mit Silk Road. Da gibt es, glaube ich, zwei Server, einen noch mit 64 Mann und die sind immer voll. Das sind so die drei DLC-Maps, die es immer gibt, aber auch nur, weil es diesen einen Server mal gibt von jeweiligen DLC-Map. Den Rest gibt es leider nicht mehr, außer man hat mal Glück und nach irgendeiner Eroberungsrunde hat da ein Typ Guilin TDM 100 Tickets reingepackt, so wie es bei meiner Guilin-Runde letztens war. Oh mein Gott. Weil dann, das war eigentlich eine Eroberung, das war eine richtig komische Rotation. Mein, was bist du für eine? Autosniper oder was? Autosniper treffen nie. Einen Schuss habe ich noch. Komm schon. Nein! In Battlefield 3 hätte ich den Kopf getroffen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Komm schon. Steh auf. Oh Gott, ich lieg hier, Leute. Ich lieg hier. Aufstehen. Komm. Die normale Granate rein. Vielleicht macht die was. Da ist nichts mehr. Wo war ich stehen geblieben? Ja, diese Guilin-Runde letztens, das war auch... es war ein Eroberungsserver mit voller komischen Mutation drin, dann war da Guilin TDM drin einfach. Und... Ich finde schade, dass es keinen Guilin-Gipfel-Only-Server gibt. Das wäre richtig geil. Weil ich liebe diese Map. Silkwood könnte man gerne austauschen, meiner Meinung nach. Aber ich weiß, dass diese Map auch voll viele richtig gerne spielen. Fuck. Oh Gott, beide geholt. Hammer nice. So. Also, liebe Leute, die Silk Road mögen, fühlt euch da nicht angegriffen. Ich habe die am Anfang auch gemocht, aber das ist mir einfach viel zu viel gehitglitscht da. Viel zu viel... Nein, ich bin einfach übermütig und das meine ich mit den Leuten mit Shotguns. Ah, das ist einfach so verbreitet hier, weil das ist halt auch eine Shotgun-Map irgendwie. Aber Dankeschön, mein Freund. Dankeschön. Aber überall sind sie mit den Shotguns. Das ist richtig schlimm. So. Ich habe auch kaum Ammo. Hallo, brauche Munition. Okay, der kommt da links wahrscheinlich. Oder? Ja, sag ich ja. Das war ein Versorger. Na komm schon. Na komm schon. Du bist ein Pionier. Was machst du hier mit einem Pionier? So. Fuck, ich habe den gar nicht nachgeladen. Oh, ich brauche Ammo. Du bist ein Versorger. Komm schon, ich hab dich geretzt. Komm schon, ich hab dich geretzt. Fuck. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Wo kam der Gegner her? Versorger, wo bist du? Wenn du mir keine Ammo gibst und ich hab dich schon einmal geretzt. Du hast sogar Ammo dabei. Natürlich. Super. Okay, ich darf meine Position hier eigentlich nicht verraten. Gespottet. Oh Gott, natürlich, von hinten. So. Sind wir wieder hier? So. Und der kommt auch. Boah, hätte der... Sein Ernst? Hä? Ja, genau. Ja, genau. Genau. Wie hat er denn bitte noch eine Granate geworfen? Und warum wirft er eine Granate in diesem Moment? Das war so dumm von mir gerade eigentlich. Oh, Shotgun. Ernsthaft. Boah, es ist so nervig. Ja, da ist jetzt unser Spawn. Das heißt, wir müssen wieder... Boah, ich kann auch keinen retzen hier gerade. Nicht möglich. Ja, komm, hau. Mass. Komm schon, gleich haben wir alle Shotguns durch. Noch irgendwie eine Spaß 12. M1014 haben wir jetzt auch im Feed da. Oh Gott, ey, diese Shotgun-Map, ne? Ja, hier ist alles wirklich enge Gänge. Und wenn man sich dann einfach mal auf dem engen Gang vor dem Spawn, wo gerade die Gegner sind, einfach die ganze Zeit bewegt, dann haut man da schon übel was raus. Vor allem keiner hat eine Chance. Weil so losen sie. Und mit Shotguns... Machen wir denn die Kills? Sag ich ja.
Komm schon. Okay. Ich sagte es doch, obwohl der jetzt eine Shotgun hatte. Rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links. Also eine Entscheidung, ob man hier guckt. Weil wenn auf der falschen Seite ein Gegner steht, dann ist man ein bisschen am Arsch. So. Wir sind natürlich wieder alle auf der oberen Etage, auch wenn es sich so anhört, als ob die hier wären. Ja, die sind alle da oben. Ach, hier kommt man gar nicht hoch. Ich muss die Treppe da hochlaufen. Wenn wir Glück haben, ja, steht ein Verbündeter und kein Gegner, natürlich. Oh, da kommen jetzt Gegner, da kommen jetzt Gegner, da kommen jetzt Gegner. Oh mein Gott. Komm schon, ein Revive wenigstens. Geht doch. Wenn wir jetzt... Ja, ich hoffe, da ist jetzt nicht noch einer. Ich möchte ihn gerne wiederbeleben. Ja, super. Ja, da war natürlich noch einer. Na, kommt schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, wo kommst du denn her? Autosniper trifft nichts. Autotreiber. Autotreiber. Autosniper trifft einfach nichts. So wie immer. Ah, schön. Okay, jetzt gehen wir hier hinten hin, weil hier ist nämlich keiner. Weil der Spawn ist irgendwie unten und nicht oben. Fuck. Knappe Geschichte gerade. Ammo haben wir noch genug. Da kommt der nächste hoch. Boah, ist das assi gerade. Kommen da noch mehr? Ich hab da schon... Verbündete, okay. Ich habe Angst, dass sie hier oben hinter mir spawnen, wie der Typ mit der SKS gerade. Ja, und der. Da muss man echt aufpassen. Diese Spawns sind unberechenbar hier. Okay, ich gehe mal hier lang. Vielleicht ist hier in der Mitte wird keiner drin sein. Hier unten ist wieder diese böse Treppe. Ach, falsch. Sieht alles so gleich aus hier. Es sieht einfach alles so gleich aus. Kommt jetzt noch einer hoch? Ja, da wird geschossen. Oder? Die können jetzt auch hinter mir kommen. So, der wird durch die Granate down gehen, oder? Hä? Hat er gerade die Granate zurückgeworfen? Nee, hat er nicht. Ein Verbündeter. Geil, er hat ihn geflankt. Okay, und jetzt können sie wieder hinter uns kommen. Da unten und oben eventuell. Aber ein paar sind auch noch auf der anderen Seite übrig, also sollten wir hier... Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, komm, dann gehe ich halt runter zu dir. So. Boah, war das ein Trouble-Aim, ne? Das sage ich euch. So. Dann sind sie hier unten am... Der ist down. Hier ist... Keiner mehr, außer der. Boah, wären die Shotguns nicht, könnte man hier übertriebenst abgehen. Also so ein Server mit Shotgun-Verbot. Komm schon, bitte. Muss ich warten, bis du stirbst? Wow, aber ich glaube, die hat er... Oder? Hat er? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht beurteilen, ob er die jetzt für mich geworfen hat. Er ist auf jeden Fall down. Dafür kriegt er einen Reds rein. Dafür kriegt er einen Reds rein. Nee, der war das gar nicht. Das ist ein Pionier hier. So. So, so, so. Der auch noch. Zack. Und dann laufen wir... Oh mein Gott, was geht denn hier? Oh Gott, nein, nicht sterben. Ich bin schon ewig nicht mehr gestorben. Gar nicht wissen, auf was für eine Streak ich bin. Dann kommen noch ein paar Punkte hier für mich. Und dann gehen wir hier rum. Und schießen durch das Fenster. Weil das checken die meistens gar nicht. So. Und dann von hinten rein. Und hier ist natürlich keiner mehr. Da drüben ist noch einer drin. Da drüben war noch einer drin. So. Da drüben ist doch einer drin. Da drüben war noch einer drin. Hammer geil. Okay. Wir gehen. Boah, ich habe jetzt gerade wieder kein... Was? Oh, was ist mit ihm los? Er stand in der Ecke. Hat auf den hier geschossen. Oh, ich habe keinen Boost mehr. Oh, blöde Position, um Boost zu aktivieren. Aber läuft schon. So, da kommt bestimmt gleich einer hoch. Was? Boah, der Gang ist so gefährlich hier. Komm schon, steh auf. Und dann... Ja, die sind da alle unten. Ich weiß nicht, ob ich runterrennen soll und wahrscheinlich sterben soll, weil die da einfach die besseren Positionen haben als ich. Oder ob ich hier oben warten soll. Aber die kommen jetzt auch hier oben. Die kommen jetzt auch hier hinten. Oder? 100 pro kommen die hier oben. Sag ich doch. Sag ich doch. So. Ja, da ist eine Brandgranate. Die sind alle unten. Würde ich die jetzt hier von hier hinten flankieren gehen, wäre das richtig übel. Wisst ihr, was wir machen? Ich muss nur den Weg nach unten finden. Das ist hier alles so verwinkelt. Hier sind noch mehr Schritte. Hier sind Schritte oben. 100 pro waren da Schritte. Da links ist auch einer. Ich weiß nicht, was der hier hinten noch macht. Fuck. Shotgun, Shotgun. Ich könnte die... Nein, und ich habe keine Ammo mehr.
Ja, und genau jetzt, wo ich sie. Autosniper? Wo ist der Autosniper? Nein! Nein! Nicht sterben! Nicht sterben! Nein! Oh mein Gott! Ja, ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte es nicht machen sollen. Fuck. Ach ja, ne? Und wieder sagt es aus, dass es keinen Unterschied macht zwischen High Level und Low Level und Mid Level. Nur das High Level schneller quitten. Wenn sie auf die Fresse kriegen. So, einmal du. Oh, wie viele da noch waren. Drei Leute, die hätte ich alle wegsprayen können. Wären sie genauso stehen geblieben wie im Endbildschirm. So, schöne Runde. Was haben wir? 34 zu 7. Vergessene Inseln gegen High Level steht da immer in den Kommentaren von wegen immer nur Noobs und bla bla bla. Aber wie gesagt, es macht keinen Unterschied, ob High Level oder Noobs. Es macht keinen Unterschied. Es macht einfach keinen Unterschied. Seht ihr, wunderbar. Ich verabschiede mich. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr High-Level-Gebäsche haben wollt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns nächste Mal wieder, morgen. Bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann und tschüss.